Unsere Restaurants sind nun seit gut 5 Monaten geschlossen. Die Branche hat aber eine erhöhte Wertschätzung erfahren, da die Menschen merken, was sie vermissen. Gastronomie schafft Aufenthaltsqualität, ist identitätsstiftend für eine Stadt und schafft Orte des Dialogs. Hier gibt es viele Parallelen zur Kulturszene. Gemeinsam sind wir unentbehrlich, um die Attraktivität sowohl für BürgerInnen wie auch TouristInnen durch einen erfolgreichen Restart zu steigern. Der Masterplan Tourismus 2030 verfolgt genau diesen gemeinschaftlichen Ansatz, um Frankfurt für die Zukunft aufzustellen. Der Masterplan Tourismus, der jetzt vorliegt, kommt genau im richtigen Moment. Wir müssen aus dieser Krise gestärkt hervorgehen und der Masterplan unterstreicht nochmal, wie eng Kultur und Gastronomie zusammengehören. Die Menschen gehen ins Theater, sie gehen ins Konzert, sie gehen in die Oper und sie wollen natürlich vorher und hinterher mit anderen Menschen, mit Freunden, mit der Familie zusammen sein und sie wollen darüber sprechen, was sie gesehen und erlebt haben. Das gehört beides zusammen, sowohl für die Menschen in dieser Stadt als auch für die Gäste von außerhalb. Insofern ist es ganz wichtig, dass wir das stärken und dass wir auch investieren, um aus der Krise wirklich herauszukommen. Wir müssen in die Innenstadt, in die Wiederbelebung der Innenstadt investieren und das ist ganz wichtig für uns als Motor, denn das ist ein Motor dieser Stadt, Kultur und Gastronomie.